Eure Heiligkeit, Eure Heiligkeit, verehrter, lieber Papst Stavridou, willkommen in Wien zum vierten Mal, glaube ich, zum vierten Mal. Liebe Brüder Bischöfe, Priester, liebe Schwestern, geistliche Schwestern, liebe verehrter Herr Botschafter, Botschaftsrat. Vor allem, liebe Brüder und Schwestern der koptisch-orthodoxen Kirche hier in Wien. Mein erster Dank gilt Gott, ohne den wir nichts können und der uns Kraft gibt und Mut gibt, Zeugen zu sein. Für mich ist die koptische Kirche vor allem eine Kirche der Zeugen. Zeugen der Treue, Zeugen des Glaubens und der Liebe. Die koptische Kirche ist für mich die Kirche des heiligen Markus. Die koptische Kirche ist für mich die Kirche, wo Maria und Josef mit dem Jesuskind als Flüchtlinge waren. Die erste Flüchtlingsstation der heiligen Familie. Und dieses Erbe ist so lebendig in der koptischen Kirche, dass ich Gott nur danken kann, dass wir so viele koptische Gläubige bei uns in Österreich haben, in Wien speziell. Ihr seid für uns ein großes Geschenk. Mit großer Dankbarkeit erinnere ich mich an seine Heiligkeit Papst Cernuda. Ich habe es schon öfters erzählt, es war ein ganz großes Geschenk, als er zur Grundsteinlegung der Kathedrale im 22. Bezirk fast eine Woche lang bei mir im Haus gewohnt hat. Ich kann euch sagen, ich habe selten so viel gelacht wie mit ihm, weil er so einen wunderbaren Humor hatte. Und ich habe etwas gesehen, was ich nie vergesse, und das ist lebendig. Das koptische Volk liebt seinen Papst. Ich habe dann auch gesehen, das koptische Volk ist ein fleißiges Volk. Ihr habt in kurzer Zeit die Kathedrale im 22. Bezirk gebaut. Großartig. Ihr habt hier euer Leben aufgebaut. Ihr seid lebendige Glieder der Gesellschaft in Wien, in Österreich. Ihr seid ein bewundernswertes Volk. Ihr dürft euch selber applaudieren.
Jetzt muss ich aber von der Pfarre Maria vom Siege reden. Diese Pfarre, die römisch-katholische Pfarre Maria vom Siege, hat in meinem Herzen einen ganz großen Platz, eine große Bewunderung. Ich weiß, früher haben hier viele tausende Katholiken gelebt. Heute sind es schon viel weniger. Aber die Gemeinde Maria vom Siege hat etwas getan, was eigentlich das Eigentliche einer Mutter ist. Eine Mutter gibt Leben. Und dabei muss sie selber sozusagen ihr Herzblut geben. Die Pfarre von Maria vom Siege hat wirklich ihr Herz gegeben. Das ist diese Kirche. Und das war nicht zuerst der Bischof, sondern natürlich, ich habe schon auch dazu ermutigt. Ja. Aber geschenkt hat die Kirche nicht der Bischof, sondern die Pfarre Maria vom Siege. Und das war für viele in der Pfarre ein Opfer. Ein Opfer. Ja. Aber die großen Dinge geschehen nie ohne Opfer. Es ist sicher schwer gewesen, eine Kirche, die sie lieben, die ihnen kostbar ist, sich von ihr zu trennen und sie zu schenken. Das ist ein Opfer. Und ich danke heute der Pfarre Maria vom Sieg für dieses Opfer. Sie haben nicht nur die Kirche geschenkt, sie haben auch den Pfarrhof geschenkt, großes Haus und auch das Mietshaus, das der Pfarre gehört, damit die koptische Gemeinde auch Mittel hat, um die Kirche zu erhalten. Und dafür kann ich als Bischof nur aus ganzem Herzen noch einmal Danke sagen, vergelt's Gott. Wie der verehrte liebe Bischof Gabriel schon gesagt hat, es ist eine Würde, aber auch eine Bürde. Es ist eine große Aufgabe auch. Ihr habt eine sehr prominente Kirche und die zu erhalten ist eine große Aufgabe. Aber wir werden zusammenhalten. Wir werden schauen auch, dass die Stadt Wien dazu beiträgt. Und wenn alle zusammenhelfen, wird es möglich sein, diese Kirche zu erneuern, zu renovieren. Ihr seid dafür auch die Garantie. Jetzt zum Schluss ein Wort über Maria vom Siege. In der schönen Präsentation ist noch nicht über den Titel der Kirche gesprochen, Maria vom Siege.
Was ist das für ein Sieg? Marias Sieg. Worin besteht der Sieg? Ich möchte euch ein Wort einer deutschen Dichterin sagen, Gertrud von Lefort, die einmal gesagt hat, Maria siegt nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern mit dem Schwert im Herzen. Denn Simeon hat zu Maria gesagt, ein Schwert wird euch dein Herz durchbohren. Und Maria hat ihren Sohn am Kreuz sterben sehen. Das war das Schwert in ihrem Herzen. Sie hat nicht mit dem Schwert in der Hand gesiegt, sondern mit dem Schwert im Herzen. Und wir dürfen dafür Zeugnis geben, Maria siegt durch die Liebe, nicht durch den Hass. Und wir sind berufen in dieser Welt, in der so viel Hass ist, so viel Böses ist, mit Maria den Sieg der Liebe zu leben. Das wünsche ich euch allen, das wünsche ich uns Christen und allen Menschen guten Willens in dieser Stadt, allen Menschen. Denn wir wollen alle den Frieden. Und er geht nur mit der Liebe. Also, liebe koptische Kirche von Wien, von Österreich, Maria möge eure Schutzfrau sein, eure Helferin, eure Mutter und ihre Liebe möge siegen. Danke.